Ich habe schon immer ein großes Bedürfnis gehabt, Leuten zu helfen. Anfänglich habe ich nicht damit recht gerechnet, dass ich Arzt werden kann, eben wegen meinen schulischen Leistungen hauptsächlich und weil ich auch oft Schwierigkeiten hatte, so im Umgang mit Menschen, aber das hat sich dann wesentlich gebessert jetzt und ja. Im Moment meine zwei Hauptmöglichkeiten sind Allgemeinmedizin, also als Hausarzt zu arbeiten oder in die Pathologie zu gehen. Das war meine anfängliche Idee, weswegen ich überhaupt angefangen habe, Medizin zu studieren, weil ich meinen Zivildienst in der Pathologie gemacht habe und von dem Fach so begeistert war, dass ich dann beschlossen habe, das zu studieren. Ich kletter sehr gerne. Das kann man hier in Pietzsch auch sehr gut machen. Es gibt einen Kletterfelsen draußen, der ist direkt unmittelbar in der Stadt, der Tettje heißt der, mit 15 verschiedenen Routen, wenn ich das jetzt spontan richtig im Kopf habe. Und dann könnte man auch noch ein bisschen außerhalb im Medscheck klettern gehen, im Gebirge, was hier ist, wo eben auch der Wald ist. Und es gibt auch noch eine Kletterhalle am Ende von der Kirajuze, also der Einkaufsstraße hier in Pietzsch. Da kann man dann auch im Winter weiter klettern.